Oh, wieder Zeitlimit, alles klar. Okay, drei haben wir noch übrig. Immer noch drei? Sag mal, wie viele sind denn noch? So, jetzt bist du aber fällig. Du lernst ja doch recht schnell. Naja. Hier drüben. Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen, oder? Drücke Y, um einen Elektrospannungsbogen auf die Treppe zu schleudern. Damit wird sie in die Luft gesperrt. Lauf zu und drücke A, um selbst zu springen. Na, dann schließen bei dem einen Nahkampf. Ach so. Ah. Ja. Irland. Oh, Violetti. Drück Epsilon und bla. Wenn sie in dem Käfig gefangen sind. Alle Treppen. Oh nee. Mann. Ich glaube, das war zwar nicht Sinn und Zweck, aber... Okay, das erweist sich als schwieriger. Weil ich nie weiß, welche scheiße Treppe getroffen wird. Okay. Nochmal. Ein neuer Ansatz, gepaart mit mehr Schärfe, könnte den Erfolg bringen. Spyro, komm her. Es ist ja an für sich nicht schwer. An für sich ist es ja nicht schwer, aber... Aber ich soll sie ja treffen. Geht doch. Oh, hey. Okay. Schaffe ich eh nicht mehr. Oh. Ich muss mich wohl anstrengen. Komm hierher. Das erweist sich als schwieriger.
Okay. Jetzt habe ich langsam, glaube ich, den Bogen raus. Aber auch nur... aber auch nur so langsam. Aber die laufen mir viel zu viel umher. Oh nein. Mensch Jungs, ihr lauft mir viel zu viel umher. So kann ich es nicht schaffen. Ist eh gleich vorbei. Erweitere deinen Geist. Ja, ist ja gut. Hier drüben. Mann, was ist denn daran so schwer? Schon wieder. Okay. Ich erwische einfach nicht im Flug. Das ist doch nicht möglich. Mensch. Also wirklich. Langsam wird's echt scheiße. Mann. Ja, ist ja gut. Ich weiß doch, wie ihr das meint. Mann! Arschlöcher! Ich habe mich nie so scheiße angestellt. Noch nie. Thank you.
So geht's doch einfacher. Warum mache ich das nicht gleich so? Ja, ist ja gut, ich weiß ja, was du meinst. Spyro, komm her. Okay, jetzt machen wir uns es wirklich einfacher. Und warum stelle ich mich erst so doof an? Nee. Nitus wird zufrieden sein. Komm hierher. Wieso? Ach so. Dieser Donnerschwall. Komm her, komm hier. Ihr Kleinen habt keine Chance. Ach Mann. Du hast mich geschlagen. Aua. Deine Ausbildung ist abgeschlossen. Yay! Fürs Erste jedenfalls, sagst du. Na ja, gut. Wollen wir dir mal glauben. Das sicher jetzt ist. Meine Maus ist im Bild. Der Eiswächter ist in Hochkap gefangen. Du musst mit Spark sofort dorthin und ihn suchen. Ja, wo ist er? Aber wenn es gefährlich wird, laufen wir weg, richtig? Hm. Manchmal müssen wir uns alle der Gefahr stellen, junger Sparks. Ja, vielleicht nächsten Monat, nächsten Sommer, nächstes Jahr. Geht jetzt. Sofort. Jawohl, Sir. Wie schön sie das sagen können. Oha. Laden. Ach ja, die schönen Ladebildschirme. Hochkap war einst die Heimat eines stolzen alten Volkes namens Atlava. Gesundheit. Sparks? Die Atlava lebten im Einklang mit dem Rhythmus der Jahreszeiten, konzentrierten sich auf die Pflanzen, ihre Umgebung und ihre Götter.
Sie wurden von Finder und deren Truppen, die den Schrein des Stammes übernahmen, unter Tage getrieben. Ich spüre, dass Finder Cyril dort festhält, um noch einen Kristall anzutreiben. Ihr müsst ihn finden, bevor sie Erfolg hat. Na klar, es ist niemals einfach, oder? Lohnenswert, es ist niemals einfach. Jetzt gibst du also Weisheiten von dir, Heldilein? Komm schon. Hallo, safe. Und für mich heißt es auch Schluss für diesen Teil. Wir speichern noch einmal. Vorsichtshalber. Und gucken wir mal. Naja, viel ist nicht. Reicht aber. Naja, gut. Wir sehen uns denn in der nächsten Folge von The Legend of Spyro. Bis zum nächsten Mal. Ciao!